Noch ist die Sonne nicht untergegangen, auch wenn die Pause etwas gezerrt hat. Man kann der Sonne richtig beim Untergehen zugucken. Aber erst einmal hallo-seits und willkommen zurück bei GTA 5. Vielleicht man bei einem wunderschönen Sonnenuntergang gestört werden kann. Aber ja, das Ding ist jetzt fast weg. Praktisch weg. Naja, es sind halt keine echten Minuten, ist ja klar. Wenn wir schauen... Die Minuten vergehen im 3-Sekunden-Takt, oder? 43? Neben 2 Sekunden, so im 2,5-Sekunden-Takt. Na gut. Was macht man jetzt mit Michael? Auch werden wieder eine Michael-Mission bei ihm zu Hause, aber... Ich frage mich gerade, weil wir gerade in der Nähe sind, wie sieht's mit dem Doppler aus? Können wir das auch mit Michael erleben, diese zufällige Begegnung? Da will ich aber doch hier unten runter. Probieren wir einfach mal aus. Vielleicht hat der Michael heute mehr Glück. Ich hab ich noch. Aua. Dum, 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 dum. Hallo, Autochen. Dieser Shelby und das Franklin. Hey, gerade erst abgeliefert, schon wieder unterwegs. Ja, so Franklin und Michael sind fast Nachbarn. Allzu viel ist da nicht. Ah, ich hätte auch weiter geradeaus fahren sollen, da wo Franklin angefahren ist. Aua. Na, ist aus, Mist. Also, das war Tikelala, ne? Allerdings mit... Ach, der fährt hier lang, weil wir gerade hier versperren, ne? Da ist eine Kokette, aber leider ohne Dach. Muss da lang. Bin ich mal gespannt, ob man die auch mit Mike erleben kann, die zufällige Begegnung. Ich denke schon. Grundlegend, ja? Ob jetzt, ja? Mal sehen. Hat schon das Gefühl, ich bin vorbeigefahren, weil hier ewig nichts kommt, aber es kommt noch. Einzig eine weitere Kokette brauche ich noch. Aber jetzt kommt hier eine Ansage mit Stadtrundfahrt? Nein. Schaut mal, hier wird gewartet. Gut. Hey, you, get over here. Ja, klar doch. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Them, na, steig ein, bevor noch einer kommt. Sure, come on, get in, quick. Hey, there she is. Oh shit, here they come. Go, 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 lose okay, them. Kann ich vergessen. Lacey, come on, give us a smile. Hey, what have you got to hide, Lacey? Wenn wir jemanden versperren, dann fahre ich hier rein. Oh, this is a disaster. I'm so fucking fat. Oh my god, they cannot get a shot of me. How's my hair? Do I look cute? Why don't we worry about the gang of lunatics chasing you first? Ah, hier ist ein neuer. Nix Foto machen. Unser Auto ist nicht schön genug. They're crazy. What the hell did you do? Ups. Okay, das fühlt sich nicht so schlimm. I didn't do anything. This is my average commute. So who are you anyway? Who am I? Hello, take another look. Hello, I'm trying to focus on not killing us right now. How out of touch are you? I'm Lacey Jonas. I'm the voice of a generation. Not my generation. That's bullshit. I test very well in your demographic. Come on, Lacey, play the game! Nö. Ja. Ich darf sie ja nicht haben, das ist so unfair. Das schadet wohl ihrem Ansehen. Looks like we lost them, oh thank God! Now, would you be a total sweetheart and give me a ride back to the hills? What a day! What, am I your chauffeur now? Oh, pretty please, I can't walk home! Most men would kill for this opportunity. No, like seriously, I totally appreciate this. Do you want me to put your kids through college or something? Consider it my good deed for the day. My kids aren't really academic types. Besides, a 90-pound celebrity against an army of paparazzi doesn't seem like very fair odds to me. Oh, please. I'm such a fat little piggy right now. Ugh, too many french fries. I mean, I mostly just suck on them and...
spit them into a bucket, but that's still probably like 100 calories. The media love their little Macy Jonas jokes. All that, she's a skeleton, give that girl a sandwich. Lameness. Whatever, I bet they're all total hippos. When I get home, I'm like totally gonna sack all my personal trainers. Na, dir nimmt sich ja alles sehr zu Herzen. Etwas überbauscht. What I give to have a normal life for one day. Really? No way! Are you kidding me? Doing laundry and shampooing my own hair? Ugh, horrendous! No, thank you. I mean, do you have any idea how much money I spent on losing my regional accent? I had to cut all ties with my family. Not because I didn't love them, but because the thought of their lame lives was bringing me down spiritually. You know what I mean? You would really not believe how difficult it is being a celebrity sometimes. Die hat echt Probleme. You got it real tough. Okay, so die muss uns nicht weiter mit ihren Problemen belästigen. The problem is sometimes they love me too much. My publicist told me if you put all my fans together, they'd fill the country of Africa, wherever that is. I had this obsessed fan last year who kept sending me photos of his junk. Then when I didn't reply, he sent me his actual junk. Was? All dried up. It looked like a spring roll. I mean, seriously, how insane is that? And did you know my gynecologist autobiography was the top-selling fiction and nonfiction book of 2010? Totally insane, right? Das ist ja fast sure bei feels Franken like I'm zu Hause. Going totally insane, right? Hätten wir vielleicht doch besser It Franklin machen sucks. Sollen. They're always comparing me to Poppy Mitchell when she's such a diva. I'm way more into making a difference than she is. If I wasn't in entertainment, I'd totally be a doctor or a lawyer. It's ja, so voll, important ne? to me to stay grounded and connect with real people, you know? That's the only way you truly grow as an artist. Literally, nobody tests higher than me on relatability. I mean, you can tell I'm so girl next door, right? Are you das listening von to Franklin me? Nebenan. It's hard not to. Kommt da noch was? So 17 Meter vom Haus? In China, I always travel with lookalikes. I find the language so scary. All those letters look like tattoos. Oh, my people just explained taxes to me? Crazy! I thought they got rid of those in medieval times. Ew, my palms are so sweaty! Oh, that injection must be wearing off. Oh, did I tell you about my new underwear line? Lacey, isn't that totally genius? Look, can we save this chat for another time? I'm getting a headache. Sure, totally, whatever. Das ist ein Kompliment gewesen von Michael. Hinten warten sie schon, ich bin schon alle Schlange für die gute Frau Mitchell. Das wird sie freuen, wenn wir das sagen. Jetzt kommt womöglich gar nichts mehr. Ich warte noch mal ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es dafür eine Belohnung, wie sie da hinten anstehen. Aber keiner macht eine Anstalt, irgendwie vorbeizufahren oder zu hupen. Die sind alle ganz geduldig. Wie spät haben wir es denn? Kurz vor Mitternacht ist man wohl einfach geduldig, ja? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Dann liefern wir sie mal ab. This is me. Thanks for saving me from those awful paps. You're such a sweetie. Na dann viel Spaß beim Wäsche waschen und Haare waschen und Steuern zahlen. Jetzt macht ihr auch noch ein Foto. Nee. Jetzt zündet die sich auch noch eine Fluppe an. Das war dann, Entschuldigung, die Begegnung beim Doppler. Moment. Ich schätze mal, sie wird das gleiche sagen wie die Braut. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Hallo. Look, let's not pretend this is something it's not. Kannst du bitte mal die Kippe ausmachen, wenn wir in deiner Gegenwart sind? Das wäre höchst nett. Sagt aber gar nichts mehr.
Naja, rein kann sie eh nicht, weil die Tür geht eh nicht auf. Don't turn into a stalker too. Na dann, versteht man sich auch wieder, vielleicht auch nicht. Eine zufällige zweite Begegnung mit, ey, du bist doch der Typ, der mich damals nach Hause gebracht hat. Vielen, vielen Dank, hier darfst du nochmal machen. Oder irgendwie sowas. Na gut, tschüss. Ich kann wieder nicht hupen. Achso. Das war ja die Hupe, die sowieso länger braucht. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann fahren wir jetzt zu Michael nach Hause und schauen wir mal, was auf ihn zu Hause wartet. Und dann ein paar Schilder abgeräumt. Jetzt haben wir gar kein Licht mehr. Ich frage mich halt echt, wer hat denn diese Hupe und diese Felgen ausgesucht? Könnte ja fast die Tante gewesen sein, die wir gerade gerettet haben. Lacey. Ich brauche unbedingt noch eine Kokette, aber das wäre es dann gewesen. Dann frage ich mich, hoppala, frage ich mich aber, was ist tot? Was mache ich dann mit dem Dinka? Weil würde halt einen Platz wegnehmen, wo die Kokette stehen müsste. Dann müsste ich mir mit Maike vielleicht die Garage da unten kaufen. Da ganz unten, wo wir schon mal mit... Waren wir da mit Franklin schon mal? Auf jeden Fall ist ja noch eine Garage unten, wo Franklin mal gewohnt hat. Bei seiner Tante. Müsste man mal auskundschaften. Aber nicht unbedingt jetzt. Jetzt dreht sich womöglich nichts um eine Kokette. Ach, ist eher eine mit... Na, das Ding kann kein Dach rausfahren. Weil ich sag's gerade noch und dann steht eine direkt vor unserem Haus. An der Kreuzung. So, was gibt's für Probleme? Wir sind da. Darf ich noch zur Garage? Dürfte ich ja. Wobei, eigentlich will ich ja den Grotti auslagern, weil wir ja schon einen mit Franklin haben. Also ihn dann, den Roten, runter zu der anderen Garage. Und den Dinker dafür behalten und dafür halt für den Roten eine Kokette rein. Das ist mein Gedankengang. So, hier, hallo Vase, gib uns eine Mission. Nee, am Sofa. Dieser Kippenbecher. Michael macht den weg. Hey, man. Fuck. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know. No? Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you're a killer. You know? You are a man of action! You do not sit on couches, you take scores! You're back, man. We are back! All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man! Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me, all right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh, fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Kommt schon, Mädels. Einmal umarmen.
Und vielleicht mal die Hose waschen von Trevor. Let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? Brad? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Oh, fuck. Trevor! Hey! T! Er ahnt was, buddelt ihn aus und leckt mal dran und merkt, oh, das ist ja Brad. Pff. Ah, great! Ich nehme ausnahmsweise, na, ich habe jetzt überlegt, einen meiner Wagen zu nehmen, aber nein, das geht schief. Halt! Oh Gott. Aua! Oh, fast tot. Shit. Vielen Dank aber auch. Kannst behalten. Nicht rammen, haut er ab. Ah, das Elektroauto. Toll. Special Agent Norton. Shit. Davey. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. Ja, das kommt bestimmt. Come, but I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. Gott, ich fahre gerade wirklich mit diesem Elektro... Aua, Auto. Das ist kein schönes Auto, wenn du vom Elektroauto sprichst. Es ist zwar flink... Was? Was macht er denn da? Es ist zwar schnell, aber es klingt halt nach nix. Autos müssen doch noch was klingen, die dürfen nicht bloß schnell sein, die müssen doch auch einen Sound haben. Und bitte nicht aus Lautsprechern. Das erste und einzige Mal, dass ich ernsthaft mit dieser Karre fahre. Wow, schaff ich? Eigentlich müssten wir ihn locker einholen mit dem Autochen. Ich will so gerne wieder in den Schnee. Ist auf jeden Fall nicht auf dieser Insel, deswegen Flughafen. North Yankton, Ludendorff. Auf Zeit getrümmt ist das nicht, sonst müssten wir das Rennen gegen Trevor gewinnen. Miep, 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 miep. Nein, das ist Quatsch. Auf der oberen Etage. Ah, komm schon. Bitte nicht umfallen, das wäre höchst nett. Dankeschön. Obere Etage, Szenetreppe. Ja, 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 ja. Komm, Michael, schneller. Treppe, hoch. Hier hat Trevor seine Traumfrau getroffen. Wir fliegen ja wirklich weg. Okay, hätte gedacht, es passiert irgendwas vom Flughafen, aber nein. Wir wechseln wirklich wieder die Örtlichkeit. Da bin ich jetzt aber gespannt. Schnee! Wie schön es wäre, wenn man hier auch wirklich hin könnte und einfach sich mal herumtreiben könnte. We're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me, Amanda. It was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. Slow and steady, T. Slow and steady. His name is Dave Norton. Nice guy, realist. He gets the glory. I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live. Work this out.
Also ich würde gerne schon hier sein. Boah, das Auto ist sogar so verschneit, ey, schön. Tja, wo ist eigentlich Amanda und wo sind die Kinder? Sind die vielleicht hier? Könnte ja sein, ne? Some depot out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this. Sei normal, wie das klingt. So. Oh. Im Schnee und danach bei Nacht. Leuchtreklame, das wird immer schöner. Pollock. Also in GTA 5 sollte es öfter schneien. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, man. The day is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Aber ein kleiner Cliffhanger. Ja, ich weiß, gemein, aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.